Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Schützenbrüder, ich begrüße Sie hier in der Aula des Gymnasiums Offenburg ganz herzlich. Diese Worte verbinde ich mit dem Wunsch auf ein gesegnetes, frohes und ganz wichtiges, friedvolles Jahr 2018. Für Sie persönlich, für Ihre Angehörigen und Freunde, sowie für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Dieser Rahmen, dieser Nachmittag hat Tradition und ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens hier in unserem Goschenhof. Für die Statistiker unter uns, es ist der 26. Neujahrsempfang, der von den beiden Bruderschaften ausgerichtet wird. Ja, ich begrüße ganz herzlich hier aus unserem Reihen die Majestät der St. Sebastianus-Bruderschaft Goschenhof, Christian Köhnen mit seiner Königin Monique. Die beiden Ministerpaare, Minister Bernd Beckers mit Ministerin Sonja und Minister Marc Delfurge mit Ministerin Alexandra. Von der St. Katharina Junggesellenbruderschaft begrüße ich herzlich Majestät Hans Gieshauer mit Königin Caroline. Die beiden Ministerpaare, Minister Martin Gieshauer mit Ministerin Jessica und Minister Bastian Oettinger mit Ministerin Stefanie. Ich darf herzlich begrüßen den ersten Bürger unserer Stadt, Herrn Bürgermeister Marc Fenton mit Gattin. Ich begrüße die Vertreter unserer Kirchen, Präses und Pfarrer Marc Zimmermann, sowie Bezirkspräses Johannes Sanderforst, die Pfarrer Hermann Josef Schagen und Herrn Peter Botebass, sowie unseren Diakon Herrn Dr. Alois Hu. Herzlich willkommen hier. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen die beiden Stellvertreter unseres Bürgermeisters, Herrn Albert Richter und Herrn Hans-Willi Dörks. Herzlich willkommen. Ich begrüße den Minister der Finanzen unseres Landes, NRW, Herrn Finanzminister Lutz Bienenkämpfer und das Mitglied des Bundestages und Vorsitzenden des Innenausschusses, Herrn Ansgar Hebeling. Herzlich willkommen. Weiterhin darf ich unseren Landrat, Herrn Hans-Jürgen Wittrausch, herzlich in unserer Runde begrüßen. Weiterhin herzlich willkommen die Mitglieder hier aus unserer Stadt, Rat, Verwaltung und die Vertreter der politischen Parteien. Seien Sie uns, meine Damen und Herren, hier begrüßt. Von der Schützenprominenz heiße ich hier willkommen vom Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften den Geschäftsführer Ralf Heines. Weiterhin vom Präsidium des Bundes Herrn Josef Kremer und von den Europaschützen den Regionalsekretär Friedhelm Pauen sowie unseren Ehrenpräsidenten Hermann Josef Kohnen. Vom Bezirksverband darf ich
unseren Bezirksbundesmeister Horst Thorn entschuldigen und den Vertretern hier Hans-Josef Rebisch herzlich willkommen heißen. Ich begrüße Sie alle, meine Damen und Herren, ganz, ganz herzlich in unserer Runde, insbesondere auch die Vertreter der Kreditinstitute, der Industriebetriebe, Dienstleistungsunternehmen, Gewerbetreibende sowie der Vertreter der Kirchengemeinde, Vereine und natürlich der Musikkapelle. Herzlich willkommen, ihr alle. Ich weiß, dass Vertreter der Presse hier unter uns sind. Auch hier, meine Damen und Herren, ein Danke für die Berichterstattung und es freut uns und mich ganz besonders, wenn hier auch eine entsprechende Berichterstattung morgen oder in den nächsten Tagen zu lesen sind. Ja, meine Damen und Herren, zum Schluss meiner Begrüßung ein ganz herzliches Willkommen der Musik des heutigen Tages. Ich freue mich über die Musik der Orchestergemeinschaft aus Musikkapelle Kleinenburg unter der Leitung von Herrn Thomas Lind, dem Männerchor Korschenhof Sizilia 1860 unter der Leitung von Frau Karin Kraus-Hünzow. Und nachher am Klavier werden wir hören Herrn Dominik Lorenz. Er ist auch Organist hier in der GDG Korschenhof. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie diesen Tag, diese Stunde hier mit der Musik bereichern. Dankeschön. Liebe Freunde, zum Jahreswechsel erreichen uns immer sehr, sehr viele Wünsche. Darunter Witziges, Nachdenkliches, aber solche mit tieferem Sinn. Ein paar kurze Zeilen, die ich persönlich für wichtig halte. Ein Leben ohne Liebe ist einsam. Ein Leben ohne Hoffnung ist grausam. Ein Leben ohne Vertrauen ist leer. Aber ein Leben ohne gute Freunde wäre kein Leben mehr. Meine Damen und Herren, darum pflegen Sie alle bitte die Freundschaften. Sie sind so wichtig. Dankeschön. Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schützenbrüder, auch ich möchte Sie sehr herzlich heute Abend hier im neuen Jahr und beim Neujahrsempfang der Korschenbrucher Bruderschaften begrüßen. Bei der Vorbereitung für diese Rede ließ ich, wie es wohl jeder tun würde, das vergangene Jahr und vor allem die Ereignisse des Jahres Revue passieren. Emotional keine einfache Aufgabe, die großes Unbehagen in mir auslöste. Denken Sie nur an die Wirren des US-Präsidenten mit Nordkorea, die Vertreibung der Rohingya. Denken Sie an die Regierungskrise in Berlin. Denken Sie an die zahllosen Meldungen von Terroranschlägen, die ihre schockierende Wirkung nicht verlieren. Aber ich möchte mich an dieser Stelle nicht in irgendwelchen Aufzählungen verlieren. Ich denke, einen detaillierten Jahresrückblick finden Sie genauso gut in der Zeitung, im Twitter-Account von Donald Trump oder in einem anderen Qualitätsmedium Ihrer Wahl. Es ist vielmehr ein Gefühl, auf das ich eingehen möchte. Ein Gefühl, das sich einstellt, wenn man an die letzten 12 Monate zurückdenkt. Es mag in der menschlichen Natur liegen, dass sich negative Ereignisse mehr ins Gedächtnis einprägen als positive. Aber dennoch lässt mich dieses Gefühl nicht los. Es geht genau über das hinaus. Dieses Gefühl wird für mich durch zwei Aspekte geprägt. Zum einen die zunehmende Polarisierung, die Gesellschaft immer stärker auseinanderreißt und einen gesellschaftlichen Diskurs vergiftet. Zum zweiten ein Werteverlust, bei dem Egoismus über Menschlichkeit liegt. Lassen Sie mich beide Aspekte kurz ausführen. Wir leben heute in einer Zeit, die für viele Menschen viele Chancen bietet. Man konnte nie so einfach kommunizieren, verreisen, sich vernetzen. Grenzen sind niedergerissen worden. Andere Menschen hingegen sehen sich großer Konkurrenz und Herausforderung ausgesetzt. Sie stehen Neuem und Neuen kritisch gegenüber. Daraus resultiert ein Gefühl der Überforderung, löst Sorgen und Ängste aus. Kurzum, ein Riss droht unsere Gesellschaft zu zerreißen. Die Spannung innerhalb der Gesellschaft wird von einigen politischen Parteien ausgenutzt und sogar noch befeuert. Sie versuchen teilweise mit beängstigendem Erfolg, die Bevölkerung durch einfache Lösungsversuche, die in griffige Parolen verpackt werden, auf ihre Seite zu ziehen. Dabei sind die angebotenen Maßnahmen selten langfristig oder bieten gar eine nachhaltige Lösung, die das Problem bei der Wurzel packen würde. Vielmehr wird dies einfach nur oberflächlich und kurz kaschiert, sodass der angesprochene Bürger vermeintlich zufriedengestellt wird. Über politische Ansichten mag, soll und kann man streiten. Grundlage für diesen Streit ist jedoch die Bereitschaft des Einzelnen, nicht nur die Position seines Gegenübers, sondern vor allem auch die eigene Position kritisch zu hinterfragen. Politische Meinungsmache wird an dem Punkt illegitim, an dem Gruppen innerhalb der Gesellschaft, die doch eigentlich zusammenstehen sollten, auseinandergerissen werden, wo ein Wir-gegen-die-Gefühl erzeugt wird. Denn ein solches Vorgehen führt zu einer sich immer selbstverstärkenden Polarisierung, zu einer Gesellschaft, in der eine Diskussion nicht mehr möglich ist. Denn die Position der einen ist als nationalsozialistisch gebrandmarkt, die der anderen ist als naives Gutmenschentum verschrieben. Der zweite Aspekt meines Unwohlseins wurde 2017 vor allem im Straßenverkehr deutlich. Die Polizei sah sich gezwungen, immer wieder darauf hinzuweisen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Dass bei einem Unfall nicht die beste Selfie-Position, sondern das Bild einer Rettungsgasse an erster Stelle steht. Für mich persönlich ist es unvorstellbar, was in solchen Gaffern vor sich geht. Anscheinend ist es wichtiger, die eigene Neugier und das Bedürfnis nach Anerkennung in sozialen Medien zu befriedigen, als den Rettungskräften ihre Arbeit zu erlauben. Die Gaffer stehen beispielhaft für ein Verhalten, das zwar nicht alltäglich, aber immer häufiger anzutreffen ist.
Einige verlieren in Situationen größter Not ihren menschlichen Anstand und stellen schier unerträglichem Ausmaß ihre eigenen Interessen voran. Wenn Rettungsgassen zur Überholspur, Unfallorte zu Fotostudios werden, ist es an der Zeit, innezuhalten. An der Zeit, zu realisieren, dass die eigenen Prioritäten nicht immer die wichtigsten sind und sich vor allem an seine Verantwortung für die Gemeinschaft zu erinnern. Ich weiß, dass Sie alle, die hier heute Abend sitzen, sich dieser Verantwortung bewusst sind und sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl einsetzen. Sei es in der Politik, sei es karitativ oder in den Schützenbruderschaften. Dafür möchte ich Ihnen ausdrücklich danken. Und genau das ist es, was Korschenbruch für mich so lebens- und liebenswert macht. Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt, das Heimatgefühl. Denn egal, wie turbulent es auch in der Welt ist, hier in Korschenbruch finde ich immer wieder meinen Anker. Für 2018 wünsche ich mir dennoch, dass wir als Gemeinschaft mehr zusammenstehen. Ich wünsche mir, dass wir die drohenden Risse in unserer Gesellschaft kitten, dass wir unser Handeln an den Werten der Menschlichkeit ausrichten. All dies kann nicht durch einen magischen Wandel geschehen. Es erfordert von jedem von uns ein Stück Arbeit. Ein Stück Arbeit an sich selbst. Es erfordert nicht immer die einfachsten Lösungen zu akzeptieren, sondern kritische und vor allem eigene Wege zu gehen. Es erfordert seine eigenen Gedanken und Verhaltensweisen zu reflektieren. Wenn Sie einen Neujahrsvorsatz haben, lassen Sie es bitte diesen sein. Seien Sie offen für ein Miteinander. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen Kraft, Gesundheit und viel Erfolg für das neue Jahr. Danke.
geschwind, hey, hey, lass die Mähne wehen, Räder stellen sie still. Lass uns fahren in die große Stadt, Blau auf mir Fädchen, auf mir schwind, auf mir schwind. Lass uns fahren, bitte folgt da schnell, lass uns fahren, hören wir das Mädchen ding, dong, 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 dong. Lass uns fahren in die große Stadt. Hey, ihr Freunde, schaut euch um, was es gibt hier ringsherum. Tanzt und singt die ganze Nacht, bis der Tag erwacht. Lass uns sagen, die große Stadt, große Stadt. Nach des Tages, lass uns blühen, lass uns fahren, lass uns fahren. Hört, wie er das Blöckchen klingen, hört, wie er
sehr geehrte Majestäten, sehr geehrte Herren Präsidenten, liebe Schützenbrüder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jamaika aus. So lautet das Wort des Jahres 2017. Und es gibt uns schon einen Hinweis darauf, was uns im vergangenen Jahr so besonders bewegt hat. 1993, also heute vor 25 Jahren, als der erste Neujahrsempfang der koptischen Bruderschaften hier in der Aula stattgefunden hat, hätte man bei dem Begriff Jamaika aus wahrscheinlich an eine Naturkatastrophe in der Karibik gedacht. Niemand aber hätte damit irgendwelche politischen Ereignisse hier in Deutschland verbunden. Es hätte damals auch niemand etwas mit den Begriffen App, Smartphone, Facebook oder Twitter anfangen können. Wenn ein Bruderschaftspräsident 1993 an dieser Stelle hier von Fake News, Shitstorm oder Dieselgate gesprochen hätte, niemand hätte ihn verstanden. Das, meine Damen und Herren, zeigt, wie viel sich in der Zeit, seitdem es diesen Neujahrsempfang gibt, in unserer Welt verändert hat. Wer weiß, was wir heute alles nicht verstanden hätten, wenn heute nicht die Neujahrsansprache des Jahres 2018, sondern die des Jahres 2043 gehalten worden wäre. Aber vielleicht hätte es schon ausgereicht, die Rede des nächsten Jahres zu hören, um uns völlig zu verwirren. Denn was alles innerhalb nur eines Jahres passieren kann, zeigt uns ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2017, das ja auch der ehemalige Präsident Kremer eben schon getan hat. Donald Trump, Kim Jong-un, Superwahljahr, übrigens das Wort des Jahres 1994, G20-Gipfel, Unabhängigkeit in Katalonien, Weltklimagipfel in Bonn und, wer hätte das vorher gedacht, die 27. deutsche Fußballmeisterschaft des FC Bayern München. All das waren die Schlagworte des Jahres 2017, die uns mehr oder weniger bewegt haben. Was aber wird 2018 für uns bringen? Nun, meine Damen und Herren, auch wenn wir das heute natürlich noch nicht vorhersagen können, gibt es zumindest Dinge, die wir von 2018 erwarten oder uns zumindest erhoffen. Eine neue, stabile Bundesregierung zum Beispiel oder ein erfolgreiches Abschneiden unserer Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland. Aber nicht nur im Großen. Auch bei uns im Topschuh haben wir ganz konkrete Wünsche und Vorstellungen vom neuen Jahr. Die beste Nachricht vorweg, zum ersten Mal seit 18 Jahren kann die Stadt für dieses Jahr wieder einen Haushalt mit einem Pluszeichen ausweisen. Gleichzeitig bleiben Steuern und Gebühren in diesem Jahr stabil. Im Neubaugebiet an der Niersaue sollen die ersten Häuser entstehen. Das Neubaugebiet Holzkamp-West in Kleinbruch geht in die Vermarktung und für das Neubaugebiet Kochschnitzweide in Glehn werden erste konkrete Planungen erarbeitet. Im Holzkamp entsteht für die Feuerwehr Kleinbruch ein neues Feuerwehrgerätehaus und die ehemalige Gymnastikhalle Wäsch wird für den offenen Ganztag umgebaut. Der Kindergarten-Schulstraße in Glehn wird um 2 Gruppen erweitert und in der Hochstraße in Kleinbruch werden 2 Gruppen des neuen Kindergartens an der Niersaue schon in diesem Jahr eingerichtet. Aber nicht nur für die Jüngsten in unserer Mannschaft tut sich was, da tun die Caritas am Kirchplatz hier in Kochschnuch ihre Tagespflegestation eröffnet hat, entsteht eine solche Tagespflege mit angeschlossenem betreuten Wohnen auch im neuen Bonhoefferhaus der Diakonie in Kleinbruch. In Glehn werden, nachdem das Gewerbegebiet Glehnerheide 1 nun fast vollständig vermarktet ist, die planerischen Voraussetzungen für das Gebiet Glehnerheide 2 geschaffen. Gleichzeitig sollen alle Gewerbegebiete mit einem echten Glasfaseranschluss ausgestattet werden. Auch in den nördlichen Stadtteilen geht der Ausbau des Glasfasernetzes im Wohnbereich voran. Die Ortsteile Pesch, Radebruch und Gersbruch können komplett und die Ortsteile Hansen und Kochschmuck zumindest teilweise mit echter Glasfaser versorgt werden. Auch alle unsere Schulen sollen an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen werden. Und endlich kann das mehr als 60 Jahre alte Waldstadion in Kochschmuck mit Hilfe des Bundesförderprogramms saniert und mit einem
Kunstrasenplatz mit einer modernen Leichtathletikanlage ausgestattet werden. Sie sehen also, meine Damen und Herren, unsere Stadt entwickelt sich auch in diesem Jahr weiter und die Voraussetzungen für eine solche Entwicklung sind mehr als gut. Korschenbroch hat nach wie vor die geringste Arbeitslosigkeit im Kreisgebiet. Wir haben mit Abstand den höchsten Zuwachs an Unternehmen seit den letzten 12 Jahren im Vergleich zu den anderen Kommunen. Und das Konjunkturklima ist nirgendwo besser als bei uns. Aber, meine Damen und Herren, nicht nur diese wirtschaftlichen, diese harten Fakten sind Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, ist ein funktionierendes Gemeinwesen. Ohne gewachsene Wirtschaften mit einer eigenen Identität, ohne intakte Nachbarschaften, ohne ein breites ehrenamtliches Engagement und ohne karitative Initiativen ist auch der größte wirtschaftliche Wohlstand im Grunde nichts wert. Und genau hierfür stehen die Schützenbruderschaften und Vereine in unserer Stadt. Sie sind teilweise seit Jahrhunderten ein Fundament, auf dem unsere Gemeinschaft hier in Korschenbroch steht. Und so ist es auch kein Zufall, dass es die Bruderschaften waren, die vor 25 Jahren den Neujahrsempfang, eigentlich ja eine klassische Aufgabe der Stadt selbst, ins Leben gerufen haben. Es ist kein Zufall, dass die Bruderschaften und Schützenvereine es sind, die sich seit Jahrzehnten im Großen wie im Kleinen um die Belange ihrer Mitmenschen kümmern. Es ist kein Zufall, dass Organisationen wie zum Beispiel die Kinderdirekthilfe Korschenbroch, die Augenhilfe Afrika oder der Karitativausschuss Pech aus den Reihen der Schützenbruderschaft entstanden sind. Bruder sein ist eben mehr. Mehr als nur Schützenfest zu feiern. Aber, liebe Schützenbrüder, meine Damen und Herren, Bruder sein ist eben auch Schützenfest feiern. Bruderschaften stehen auch für Geselligkeit. Und das darf man auch mal sagen, weil man ja mittlerweile fast den Eindruck hat, dass Geselligkeit und fröhliches Miteinander keinen Platz mehr in unserer heutigen Gesellschaft haben. Oder vielleicht anders ausgedrückt, nicht mehr hip sind. In der Rheinischen Post vom 29. November 2017 gab es hierzu einen Beitrag der Kolumnistin Dorothee Grinz mit der Überschrift "Probier's mal mit Geselligkeit". Und dieser Beitrag hat es für mich eigentlich auf den Punkt gebracht. Denn die Autorin kommt in diesem Beitrag zu dem Ergebnis, dass es in unserer heutigen Gesellschaft praktisch nur noch um Effizienz geht, um einen besonderen Zweck, den es zu erfüllen gilt und wenn die persönliche Bilanz, die scheinbar unbewusst ständig gezogen und miteinander verglichen wird, aufbessern soll. In solch einer Gesellschaft erscheint es offenbar als pure Verschwendung von Energie und Zeit, sich aus reiner Spaß an der Freude zu treffen, eben gesellig zu sein. Denn wie soll einem das schon weiterbringen? Vielleicht ist das der Grund, warum Bruderschafts- und Schützenvereine insbesondere in großstädtischen Milieus einen scheinbar immer schwereren Stand haben. Ob es um das morgendliche Decken des Spielmannszuges geht oder die Verkehrsmaßnahmen bei Umzügen und Paraden, von der Zeltmusik am Abend ganz zu schreiben. Alles wird als Belästigung aller nutzlos feiernden Leute angesehen, die einem vergangenen Jahrhundert anzugehören scheint. Im Zweifel sorgt die eigene Rechtsschutzversicherung schon dafür, dass man sich sein Recht auf Schutz und Geselligkeit erstreitet. Eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber diesem jahrhundertealten Brauchtum mit seinen Traditionen. Traditionen, die alle gesellschaftlichen Schichten wie kaum etwas sonst miteinander verbindet und hierdurch zusammenhält. Traditionen, die Teil unserer Identität sind und zu denen die Geselligkeit ganz eindeutig dazugehört. Denn Geselligkeit ist viel mehr als die Suche nach persönlichem
Wer gesellig ist, der sucht Gemeinschaft und will sie stärken. Wer gesellig ist, der will eben nicht nur sich selbst, sondern gerade auch den anderen in seiner Umgebung eine Freude bereiten. Wer gesellig ist, der ist daher immer auch ein Menschenfreund. Und davon kann es ihm genug geben. Sollten Sie, meine Damen und Herren, daher noch keine guten Vorsätze für dieses Jahr haben, dann würde ich an die mahnenden Worte von Steffen Krämer. Und ich habe noch einen weiteren Vorschlag. Nehmen Sie sich doch einfach mal vor, in diesem Jahr mehr Geselligkeit zu pflegen. Treffen Sie sich einfach mal wieder mit Freunden, auch mal ganz ohne besonderen Anlass, auf ein Glas Bier oder auch mehr, mit einer oder noch lieben Ausgangsgeschichte. Erzählen Sie sich ein paar Anekdoten, alles einen schönen und fröhlichen Abend, einfach mal so, ohne besonderen Vorsicht. Und ich bin überzeugt, wir sehen gut, das tun kann nicht nur Ihnen selbst, sondern auch den anderen. Und wenn Sie das schon mal wissen wollen, dann besteht gleich im Anschluss an den offiziellen Teil wieder eine ausgezeichnete Und wenn Sie doch einen wichtigen Grund brauchen, um gesellig zu sein, dann finde ich einen sehr guten, den ich mir auch selbst zur Kernaufgabe gemacht habe, Wirtschaftsförderung. Königshäusern, allen Schützenbrüdern, aber auch Ihnen allen und Ihren Familien ein gesellig Neujahr. Thank you.
Damen und Herren, starten wir frisch ins neue Jahr. Die Feiertage sind vorbei, alle Festivitäten durchgestanden und das neue Jahr ist da. Das kann die richtige Zeit sein, um Neues zu lernen, Neues zu tun oder Dinge zu vertiefen, die man eh schon leidenschaftlich verfolgt hat. Eine andere Möglichkeit ist es, sich Gedanken über Dinge zu machen, die man bisher im Leben noch nicht erreicht hat. Mit welchem Ansatz Sie auch ins neue Jahr starten, es ist schön, wenn Sie sich frisch und konzentriert fühlen. Bereit, die Dinge zu vollenden, die einem schon lange auf der Fahne standen. Oder sich einfach neuen Feldern zuzuwenden. Wir leben mit Veränderungen. Ohne Veränderungen haben wir einen Stillstand. Auch, das wissen wir alle, 2018 kommt Neues auf uns zu. Wir können es gemeinsam meistern. Aber gemeinsam haben auch die Jungen, die Junggesellen, was bewegt. Und ich darf jetzt für einige Worte Steffen bitten, das hier am Mikrofon aufzutragen. Danke, Peter. Es ist bei unserem Neujahrsempfang ja mittlerweile schon Tradition, noch mal Gutes zu tun bzw. es zu verkünden. Ich möchte diese Stelle kurz nutzen, um Danke zu sagen. Danke im Namen der St. Katharina Junggesellenbruderschaft für die zahlreichen Spenden und für den Erlös beim Weihnachtsfeier. Dieses Jahr freue ich mich ganz besonders, heute Abend Vera Loren und Herr Offermanns unseren Erlös in Höhe von 500 Euro für den neuen Wohnkomplex an der Herrenshofer Straße der Helfater Stiftung für mehrfach Schwerbehinderte zu übergeben. Und beim heute den Mann am Klavier, Herrn Dominik Lorenz,
Es waren wieder fantastische Stimmen und Musik, die rüberkamen. Danke euch. Danke. Ja, Dankeschön an unseren Steffen Kremer. Für ihn war es jetzt die erste Neujahrsansprache als Präsident. Jo, das hast du gut gemacht. Ja, danke an unseren Bürgermeister einmal für den Rückblick, die Perspektive und natürlich, Herr Bürgermeister, bei allen Sachzwängen, die so ein Bürgermeister hat, finde ich toll, diese andere Perspektive dann darzustellen, die Geselligkeit. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, es hat uns nicht besonders überrascht, dass du, lieber Marc, ein Freund der Geselligkeit bist. Danke. Ja, ein ganz kurzer Werbeblock. Dankeschön an die Brauerei Bolton für das Sponsoring und zu dieser Veranstaltung. Denn das Bier, was wir nachher genießen können, wurde uns zur Verfügung gestellt aus der Bolton Brauerei. Und auch hier hat dann die Getränkehandlung IRL für die ganze Logistik gesorgt. Ja, ich hatte eben die... Ich hatte eben unsere Hilfsprojekte, das Überregionale angesprochen, das ist ja einmal die Kinderdirekthilfe und zum anderen die Augenhilfe Afrika von unserem Schützenbruder, er ist auch aktiver Schütze zu Pfingsten, ist er zu sehen, Herr Dr. Paul Chantal, der könnte heute nicht hier sein, aber wir möchten nachher, wer etwas Gutes tun möchte, außen am Eingang stehen, ein paar Zylinderhüte, kann noch eine kleine Spende reinwerfen. Das Geld kommt und da sorgt unser Kassierer Josef Kremer immer für 1:1. Doch dann, er wird schon mit seinem Hut. Und ich finde es toll, wer was spendet, kann oder möchte, dafür. Danke euch. Ja. Meine Damen und Herren, bevor wir jetzt um eine Zugabe bitten gehen und wird dann auch kommen. Wir kennen dieses Musikstück, das ist keine Überraschung lang. Darf ich Sie nachher noch bitten, die Garderobe hier mitzunehmen, drüben mit in den Ratssaal dort unterzubringen und ich darf Sie ganz zu diesem Umtrunk einladen. Es gibt die kleinen Fläschchen mit dem Loch, allerdings, wer möchte, selbstverständlich auch Gläser, bitte nur sagen. Herzlichen Dank, dass Sie, meine Damen und Herren, liebe Schützenbrüder, zu uns gekommen sind, mit uns, der Sekretärin der Junggesellenbruderschaft, den Sebastiano, hier den Neujahrsempfang mitgefeiert haben. Danke für Ihr Kommen. Ich darf Ihnen, meine Damen und Herren, dann einen schönen Sonntagabend wünschen. Viel Vergnügen, nachher gute Gespräche und einen gesunden nach Hause. Danke euch allen.